Er ist die ehemalige Nummer 8 der Tenniswelt und einer der großen Sportstars in Österreich. Krone.at lud Jürgen Melzer zum Interview ins Gartenbaukino, wo der Linkshänder mit Sportchef Max Maderlik nicht nur über seine Freundin Fabienne Nadaraya, sondern auch über seine großen Comeback-Pläne nach der schweren Schulter-OP erzählte. Servus Jürgen, schön, dass du heute Zeit gehabt hast für uns. Wir sitzen da im Gartenbaukino, dein erstes Interview in einem Kino, wie du mir vorher verraten hast. Sag einmal ganz kurz, warum ist der Grund eigentlich, dass wir uns in einem Kino treffen heute? Naja, zuerst einmal hallo. Ich glaube, dass der Grund ist, weil auf meiner Homepage noch steht, dass ich ein Kino-Fan bin. Ja. Das ist vielleicht nicht ganz aktuell. Früher bin ich sehr, sehr gerne ins Kino gegangen, vor allem auf den Turnieren auch. Und wenn man dann so viel unterwegs ist, ist das ein sehr guter Zeitvertreib. Ja. Als das Internet dann auch ins Hotelzimmer gekommen ist und die Serien immer interessanter wurden, bin ich eher so in den Seriensektor gewechselt und halte mich jetzt eher dort auf. Na gut, da wir uns nicht ins Hotelbett legen wollten mit dir, ist das Kino wahrscheinlich eher angemessen. Die erste Frage, natürlich die allerwichtigste an dich, wie geht's da? Ja, ist jetzt doch fast 4 Monate her, die OP. Ja. Ich glaube, dass ich auf einem sehr, sehr guten Weg bin. Ich bin wahrscheinlich dem ganzen Zeitplan ein bisschen voraus, was die Reha-Zeit angeht. Das Schlimme ist, je besser es einem geht, umso ungeduldiger wird man eigentlich. Und es ist so, ich schlage jetzt schon den einen oder anderen Ball hin und wieder. Ja. Muss man sich dann natürlich zurückhalten, damit man nicht wirklich durchzieht. Ich glaube, dass ich, wenn alles gut verläuft, hoffe ich, dass ich im Juli wieder turniermäßig spielen kann. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, du hast wahrscheinlich 30 Jahre lang jeden Tag Tennis gespielt und hast jetzt ein Dreivierteljahr Pause dann fast. Wie sehr tut das weh oder ist es irgendwann auch mal gut, so eine Pause zu haben, wieder in ein normales Leben zu finden, das wir Leute alle gewohnt sind mit Freizeit, mit anderen Dingen, außer jeden Tag Tennis spielen? Du hast dann irgendwie auf einmal ein halbes Jahr Zeit, um dich vorzubereiten, bis der Einstieg wieder kommen könnte. Das heißt, dass dich jetzt dann schon am Ergometer setzt, außer für die Wundheilung, dass du wirklich dann trainierst, die Motivation dann aufzubringen, war relativ schwer. Bin dann auch zweimal auf Urlaub geflogen. Es war für mich sehr, sehr wichtig, auch wieder Tapetenwechsel zu bekommen. Also die ganze Zeit zu Hause sitzen und wirklich darauf zu warten, bis du endlich wieder spielen kannst, war oder ist eigentlich immer noch ist schwer. Auf Urlaub warst du allein, oder? Nein, also so schlimm ist dann nicht. Nein, die Fabienne war mit. Es war sehr, sehr cool. Sie hat tauchen gelernt. Wir sind dann gemeinsam tauchen gewesen. War echt lässig. Also haben eine sehr, sehr gute Zeit verbracht und ist auch für die Seele einfach für mich sehr, sehr wichtig gewesen, erstens jemanden zu haben, auf den man sich auch ein bisschen anlehnen kann. In so einer Phase auch eine Sportlerin, die weiß, was, wie man in solchen Situationen auch umgehen kann. Ich wollte gerade sagen, schwimmen kann sie schon, auch wenn genau, sie das gelernt hat. Ja genau, es war sehr, sehr interessant, wenn ich mal denke, wie mein Tauchschein war und wie schwierig das für mich war und wie einfach das dann für sie war. war das eigentlich relativ cool, damit anzusehen und ja, nice. Die Urlaube waren echt sehr, sehr schön. Fabienne Nadaraya, sehr erfolgreiche Schwimmerin, nur für alle, die es vielleicht nicht wissen, ja. an wen du gerade vergeben bist. Hat dich die Fabienne eigentlich schon als aktiven Tennisspieler auch gekannt? War sie da schon ein paar oder erst in deiner verletzten Zeit? Na, sie war in New York mit. Okay. Also bei meinem letzten Turnier war ich das erste Turnier, was sie mich live spielen gesehen hat. Und ja, es ist von dem dann eigentlich direkt in die Rekonvaleszenz eigentlich übergegangen. Also da. Seitdem bin ich verletzt und ich hoffe, sie sich mir nochmal spüren. Wenn wir uns in 2 Jahren wieder im Gartenbaukino treffen sollten, bist du dann wieder Top-10-Spieler? Nein, das bin ich sicher nicht. Also so realistisch bin ich selber. Vielleicht im Doppel. Ja. Ich weiß, dass im Einzel diese Zeit, also die ist vorbei. So, ich weiß, dass ich mich nicht mehr ganz so gut bewegen werde. Das ist alles ein bisschen langsamer. Mhm. Die Schulter wird hoffentlich super verheilen und wieder gut zurückkommen. Das weiß ich auch. Oder da weiß man auch aus Erfahrung, dass die wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell sein wird. Aber ich möchte mir einfach die Chance geben, selbst zu bestimmen, wann ich aufhöre und diese Entscheidung nicht meinem Körper überlassen. Also ich möchte irgendwann sagen, okay, vorzüglich in Österreich, das war's. Ja. Und weil ich auch an dem Tag gut damit leben kann und wirklich in der Früh aufstehen kann und sagen, okay, wenn das jetzt mein letztes Match ist, dann ist das okay für mich. Also diese Chance möchte ich mir geben und wenn man jetzt wieder zurückdenkt an die paar Monate, die ich jetzt schon zu Hause sitze und zum Zuschauen verdammt bin, unter Anführungszeichen,
dann merkt man schon auch, wie sehr es einem fehlt. Also es geht man nicht ab, Stunden am Radl zu sitzen oder mich in der Kraftkammer zu schwitzen und zu schinden und dann irgendwo am Flughafen durch 36 Security Controls durchzulaufen. Aber das Spiel selber fehlt mir einfach. Mhm. Dieses, sich mit dem Gegner zu messen. Und ich war jetzt ein bisschen auch dabei, wo mein Bruder, eben, der in letzter Zeit auch wirklich gut gespielt hat, da beim Training dabei. Und da merkt man halt schon auch, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, dass einem das einfach fehlt. Gerald Melzer, dein Bruder, hat jetzt, glaube ich, 3 Challenger-Turniere gewonnen. Das stimmt. Gell? Wo liegt denn der Weltrangliste ungefähr? 114 oder 115. Also das heißt, das klopft schon laut an die Top 100. Ja. Ja, sehr cool. Also ich finde, dass er sich extrem verbessert hat. Ich glaube, dass er einfach auch im Kopf verstanden hat, was es bedeutet, Tennisprofi zu sein. Was also bedeutet es, Tennisprofi zu sein? Alles andere dem unterzuordnen. Ja. Und wirklich jeden Tag mit 100% dran zu gehen und die Dinge zu erledigen, die zu erledigen sind, und das mit 100%, und dann kannst du dich auch auf andere Sachen konzentrieren. Aber es ist dieses, ich glaube einfach, dass er kapiert hat, was es heißt zu trainieren. Du hast als Bruder, ist das immer gemein oder schwer zu sagen, aber wohin siehst du seine Reise gehen? Ist das auch was, kann der mal so gut werden wie du? Es warst, sagen wir, vor ein paar Jahren als Nummer 8 der Welt. Puh, das glaube ich, dass das weit weg ist. Ja. Ich glaube, dass seine Chance, also ich glaube, dass er sich unter die ersten 50 spielen kann. Ja. Da muss alles zusammenpassen, da muss er sich wirklich weiterentwickeln, die Dinge, die es noch zu verbessern gilt, da wirklich akribisch dran arbeiten, und dann glaube ich schon, dass er sich unter den ersten 100 auf alle Fälle etablieren kann. Mhm. Und in den nächsten Jahren, ja, so zwischen, sage ich, 40 und 75 sich da einpendeln kann. Aber mit 10 Millionen Dollar Preisgeld, wie du sie gemacht hast, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer werden. Eine Frage jetzt, bist du Millionär? Sicher, ich habe sicher keine 10 Millionen Dollar am Konto, ja. Aber es ist einiges übrig geblieben oder ist noch einiges da. Man darf sicher diese Frage, ich meine, wenn man das liest, 10 Millionen Dollar, was da alles an Steuern wegkommt, was man den Trainern bezahlt, was man an Hotels und Flügen alles ausgibt, das ist halt nicht so wie bei einem Fußballverein jetzt unter Anführungszeichen, wo du dein Toiletttaschel mitnimmst zur Abreise und dann der Rest wird da gemacht. So ist es halt leider nicht oder Gott sei Dank nicht, oder es ist halt einfach ein Einzelsport, wo du wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen musst, um erfolgreich sein zu können. Also das, ja, wird wahrscheinlich ein Golfer wissen, aber halt. Also ganz so ist es nicht, dass man sagt, der verdient ja in Indian Wells 100.000 Dollar und die hat jetzt mehr am Konto, das stimmt einfach nicht. Na, da werden dann gleich einmal dort, der liebe Staat Kalifornien zieht sich dort gleich einmal 38% ab. Also da bleibt schon mal um einiges weniger über. Da muss Österreich auch noch Steuern zahlen. Also es ist nicht ganz so viel Gold, das dann überbleibt. Du Jürgen, du bist unser Davis Cup Rekordspieler. Bist der zweitbeste Tennisspieler, den wir in Österreich hier gehabt haben. Jetzt haben wir wieder einen ganz guten, jungen Tennisspieler, einen sehr guten, den Dominic Thiem, den du auch gut kennst. Wie hat dich seine Formexplosion im Jahr 2016 bisher beeindruckt? Es ist natürlich beeindruckend, wie er spielt. Würde ich jetzt sagen, ich bin überrascht, dann würde ich lügen. Ja. Weil man hat einfach gesehen über die letzten Jahre, was in dem Kerl drinnen steckt und wie der Tennis spielen kann. Und man merkt einfach immer noch, ich weiß nicht, jetzt steht er, glaube ich, 14 oder 15. Und da gibt es immer noch Dinge, die der verbessern kann. Und wenn er das auch noch verbessert, dann ist nach oben, wahrscheinlich, sagt man so schön auf Englisch, the sky is the limit. Jürgen, wann können wir dich wieder am Tennisplatz erwarten? Prophezei uns dein erstes Comeback-Match. Ich kann da ein Wunschszenario sagen, das ist auf Rasen. Okay. Das ist schon sehr früh, das ist dann Juni. Na gut, das wäre dann total außerhalb vom Zeitplan. Ja, genau. Aber man darf ja auch noch hoffen und wünschen und träumen. Es wird eher sein, dass ich auf Sand irgendwie zurückkomme. Schön wäre auch, wenn ich für den Davis Cup ready wäre gegen die Ukraine. Wie du gesagt hast, Rekord Davis Cup Spieler. Es ist, war für mich eigentlich, oder ist es immer noch eine Riesenehre, das Land zu vertreten. Mhm. Und dann halt irgendwann auf Sand im Sommer, Kitzbühel,
ja, wenn sich Kitzbühel nicht ausgeht, kann ich eh schon auf Hardcore irgendwo einsteigen. Jürgen, dann sage ich danke vielmals. Ich hoffe, wir werden noch viele Jahre Interviews machen können, auch wenn du vielleicht nicht mehr aktiv sein solltest irgendwann. Gerne, gerne. Und ich wünsche dir wieder Spaß. Alles Gute fürs Comeback. Danke. Dankeschön.